funktioniert nicht ohne vernünftige Wissenschaft, nicht ohne objektive Presse. Das sind die elementaren Stützpfeiler. Und Bill Gates gehört meiner Meinung nach nicht in den Knast. Der gehört in die Psychiatrie. Vorneweg möchte ich noch sagen, würde ich das Virus für so gefährlich einschätzen, wie man uns glauben macht, würde ich hier nicht stehen. Man kommt heute um Querdenken gar nicht mehr herum, wenn man klar denken möchte. Ich darf hier heute stellvertretend für das Covid-19-Forum Miltenberg 2020 ein paar Worte verlieren. Aber auch meine eigenen Gedanken und die Kooperation unseres Forums mit Querdenken 9371 Miltenberg bekannt geben. Wir bieten nicht nur Diskurs an, wir fordern ihn. Covid-19 ist unsere Chance, aufzudecken, was auf diesem Planeten schiefläuft. Was ich aber weiß, Berlin, der 29.08., wird alles jemals Dagewesene in den Schatten stellen. Ich habe jetzt jemanden hier, auch aus Miltenberg, der hat angefangen mit dem Covid-19-Forum. Wir haben uns jetzt zusammengetan, wollen ein bisschen was zusammen machen, damit noch mehr Leute wach werden. Begrüß mit mir den Frank Stolzenberger. So, hallo Miltenberg. Schön, dass ihr alle da seid. Bisschen näher? Okay. Also ich habe viel über die Themen nachgedacht, die heute wahrscheinlich schon angesprochen werden und heute Morgen meine Rede erst geschrieben, 4 Tage nachgedacht und ohne Brille sehe ich mal gar nichts. Noch lauter, okay, besser? Also erstmal auch ein riesiges Dankeschön an den Michael Ballweg, an die Patricia, was ihr hier auf die Beine gestellt habt, das ist sensationell. Ich habe dem Michael einen Spruch gemacht, der hat mich dazu inspiriert, ihr habt mich dazu inspiriert, die Menschlichkeit hat mich dazu inspiriert. Man kommt heute um, in Klammern es, man kommt heute um Querdenken gar nicht mehr herum, wenn man klar denken möchte. Den habe ich ausgedruckt, den bekommt der Michael von mir als Erinnerung. Das ist mein persönliches Danke. Die Bewegung wird nicht mehr aufzuhalten sein. Das habe ich in Berlin gefühlt und gespürt. Danke für das Engagement, was ihr hier geschafft habt, auf die Beine zu stellen. Danke an die Veranstalter, die Helfer, die Förderer und vor allem auch die Teilnehmer, von denen diese Idee letztendlich getragen wird. Und zwar jeder Einzelne. Ihr seid die, die diese Idee tragen. Jeder. Michael meinte dieser Tage, er sei ein feinfühliger Mensch. Und der Begriff Friedensvertrag wäre ihm häufiger über den Weg gelaufen, mit einem ähnlichen Bauchgefühl wie zu Beginn der Krise hier in Deutschland. Und wie er seinerzeit ins Hinterfragen kam, werde er sich damit beschäftigen müssen und betonte, wir müssen ins Hinterfragen kommen. Ja, Michael, das ist der Punkt. Wir müssen ins Hinterfragen kommen. Wir müssen die Menschen anregen zu hinterfragen. Das tun sie nicht. Sie übernehmen Meinungen. Deine Stimme, Michael, hat mittlerweile Gewicht und sie wirkt. Wir rufen zum Nachdenken auf, wir rufen zum Hinterfragen auf. Querdenken ist der größte Schub fürs Hinterfragen, den Deutschland je erlebt hat. Danke. Bert? Ich darf hier heute stellvertretend für das Covid-19-Forum Miltenberg 2020 ein paar Worte verlieren. Aber auch meine eigenen Gedanken und die Kooperation unseres Forums mit Querdenken 9371 Miltenberg bekannt geben. Danke Patricia und danke allen, die euch geholfen haben. Wir bieten nicht nur Diskurs an, wir fordern ihn.
Wir laden ein. Ihr müsst euch zusammensetzen. Ihr ladet aus. Ihr denunziert. Das geht nicht. Das geht überhaupt nicht. Das hat mit Demokratie nichts zu tun. Jens Spahn, Wolfgang Wodak. Ich möchte die beiden sehen, wie sie miteinander reden. Ich möchte Jens Spahn sehen, wie er argumentiert, wenn Wolfgang Wodak argumentiert. Und ich möchte unseren Ministerpräsidenten Söder sprechen hören mit Professor Sucharit Bhakti. Ich habe vorne Klatschen hingelegt und Visitenkarten von mir. Ich betreibe einen Blog. Ich schaue mir diesen Wahnsinn schon seit 20 Jahren an. Mein Name ist Frank Stolzenberger, ich komme aus Großheubach. Ich wohne hier in Miltenberg. Vor 20 Jahren bin ich in eine Depression gestürzt. Die hat mich aber zum Hinterfragen angeregt. Dazu sind Depressionen von Natur aus da. Ich habe begonnen, mich mit Philosophie auseinanderzusetzen, mit Religion, mit Soziologie, Politik. Dann kommt man in die Geopolitik, man kommt in die Geschichte und man erfährt viel. Ich habe Koran, Bibel, alles gelesen, nicht um Glauben, einen Glauben zu finden, sondern um zu verstehen, was passiert. Und ich kann nur anregen, öffne die Augen, es geht so tief, was passiert. Covid-19 ist unsere Chance, aufzudecken, was auf diesem Planeten schiefläuft. Vorneweg möchte ich noch sagen, würde ich das Virus für so gefährlich einschätzen, wie man uns glauben macht, würde ich hier nicht stehen. Dann müssen wir Maßnahmen ergreifen. Von Ende Januar bis Mitte März hatte ich mich gefragt, was die Bundesregierung macht. Nichts. Null und nichts. Gegen besseren Wissens. Am Höhepunkt, sogar schon kurz nach dem Peak, dann der Lockdown. Alltagsmaskenpflicht ab 27. April in den Sommer hinein, als quasi nichts mehr da war. Vollkommen irrationaler Wahnsinn, mit Zahlenspielen, die mit Wissenschaft zu viel zu tun haben, wie eine rote Waldameise mit dem Unfrieden im Nahen Osten. Vollkommen surreal. Vielleicht kennen einige von euch den Salvador Dali, einen Künstler, der könnte die Situation nicht surrealer zeichnen, als die politische, mediale und soziologische Realität sich seit dem 16. März hier in Deutschland entwickelt haben. Jetzt zu etwas, was Hoffnung macht. Letzte Woche gab es im Duden eine wichtige Änderung. Vollpfosten wird ab sofort mit DR geschrieben, nicht mehr mit PF. Volltrosten. Spaß beiseite. Treffender wäre für diesen unsäglichen Volltrosten, der sich der immer wieder Irrende, der nur Danebenliegende. Und was macht die deutsche Leitpresse und Politik aus dieser Person? Top-Virologe, Star-Virologe, heiliger Drosten. Drosten, der uns Rettende. Überschüttet ihn mit Preisen, räumt ihm zwangsfinanzierte Sendezeit ohne Ende ein und ein BMI-Strategiepapier empfiehlt die Verängstigung der Menschen. Im Grunde schon unfassbar an sich. Meinte nicht Angela Merkel einmal, Angst sei kein guter Ratgeber und lässt dann jedoch diese Methode anwenden? Das ist unglaublich grotesk, vollkommen grotesk. Zum Thema Angst und die, die diese Angst real spüren und fühlen. Das Damoklesschwert Lockdown. Verunsicherte Menschen übernehmen leichter Stimmungen und reagieren auch irrational. Derzeit schwebt über allen Unternehmern, seien es Gastronomen, Tourismusbetriebe, Künstler, Handwerker, Mittelständler, dieses schier ewige Damoklesschwert des drohenden Lockdowns. Gerade im Moment auf vollen Touren geschürt und viele haben noch das gutgläubige Vertrauen zum Mainstream, also sehen uns als Gegner. Das ist für die Betroffenen nicht nur der Verlust der Arbeit, der schon schlimm ist, es ist der Verlust der gesamten Existenz, die sie sich ein ganzes Leben lang aufgebaut haben.
Für euch stehen wir heute auch hier, nicht gegen euch. Nicht wir sind euer Gegner, wie es mir dieser Tage einige Male... Nicht wir sind euer Gegner, wie es mir heute einige Male, diese Tage einige Male begegnet ist. Wo ist meine Zeile? Wenn es einen Gegner gibt, dann heißt er eine entstellte Wissenschaft und wer sich dieser bedient. Ich kann euch, die noch an die Gefährlichkeit dieses Virus glauben, nur bitten, endlich in die Recherche zu kommen. Nehmt euch bitte diese so wichtige Zeit, weil es ist eure Zukunft, um die es hier geht. Was in den RKI-Dokumenten steht, passt hinten und vorne nicht zu dem, was Reichstierarzt Wieler von sich gibt. Wie kann es sein, dass ein Wissenschaftler, Mediziner, also Professor Dr. Lothar Wieler, am 28. Juli erst bei der Pressekonferenz des RKI ohne Aufschrei aus Presse und Wissenschaft sagt, ich zitiere, deswegen nochmal mein Appell an uns alle, diese Regeln, Abstand, Hygiene, Alltagsmasken, werden wir noch monatelang einhalten müssen. Sie müssen also der Standard sein. Achtung, jetzt kommt der Satz, die dürfen nie hinterfragt werden. Und er wiederholt diesen Satz ausdrücklich nochmal. Also es war kein Versprecher. Was wir hier gerade erleben, ist der gewaltigste Propagandaapparat, den die Menschheit je gesehen hat. Und ja, es ist das größte Verbrechen, weil es abgezogen wird, obwohl wir die relevanten Fakten selbst prüfen könnten. Das ist an Dreistigkeit nicht zu überbieten. Diese Chance hatten die Menschen 1933 nicht. Wir haben sie. Wir können uns informieren, wo der Feind sitzt. Weg von den Volltrosten dieser Welt zum Positiven. Ganz ehrlich, Michael und alle, die in Berlin waren, ich weiß nicht, ob Berlin der 1.8. die größte Demo seit der Wiedervereinigung war. Ich war dort. Die Stopp CETA und TTIP-Demo 2015 war mindestens ebenso gewaltig, kam mir sogar etwas größer vor. Ich war bei beiden. Was ich aber weiß, Berlin, der 29.8., wird alles jemals Dagewesene in den Schatten stellen. Viele waren in Berlin, weil es ihnen um ihre Grundrechte geht und sie das Virus als maximal ähnlich gefährlich einschätzen wie eine stärkere Grippewelle. Ähnlich wie es viele vom Mainstream ausgeschlossene und sogar denunzierte, wohl aber renommierte Mediziner, Wissenschaftler auch tun. Deren Zahl wächst täglich und das ist gut so. Applaus. 1989 war die Wiedervereinigung Deutschlands und 2020 Berlin der 29.8. Den sehe ich als den Startschuss für die Wiedervereinigung der Menschheitsfamilie, so wie Daniel Ganser es sagt. Ich bin kein gläubiger Mensch, ich bin nicht esoterisch, ich bin eher rational, aber auch leidenschaftlich. Aber am 28. sehe ich eine Energie freigesetzt, die man am 1.8. schon ansatzweise spüren konnte, die der Menschheitsfamilie eine Kraft geben wird und meiner Einschätzung nach weit über Berlin hinausreichen wird, sogar weit über Europa. Das birgt aber auch Gefahr, denn Sie wissen darum und es kann passieren, dass Sie es versuchen zu stören. Wie auch immer, Ihre Skrupellosigkeit ist beängstigend. Aber doch, wir werden gewinnen, Sie werden verlieren. Es darf uns nicht schrecken. Sie werden wild um sich beißen. Ich hoffe von Herzen nur medial. Denn das, was Sie erreichen wollen, sollte uns weitaus mehr schrecken. Versuchslabor, Menschheit, die totale Überwachung. Ich halte die Menschen im Grunde für gute, freundliche und soziale Lebewesen. Allerdings hat uns diese Welt verbogen. Wir leben in einer, wie ich es bezeichne, soziokulturellen Erbsünde. Eine Handvoll kranker, gestörter und verstörter Menschen mit unvorstellbarem Einfluss und Macht halten die Menschheit in Geiselhaft. Die meisten Menschen, die Guten, halten still, weil sie glauben, keinen Einfluss zu haben.
Das war schon immer so. Was kann ich schon machen? Nehmen vielleicht wahr, dass etwas nicht stimmt, versuchen aber in diesem System, so gut es geht, zurechtzukommen. Ich finde, verwende häufig den Begriff das System. Was meine ich damit? Ich denke, wir haben ein hervorragendes System. Wenn man... Wenn man unser Grundgesetz und die Menschenrechtscharta, die allgemeine Menschenrechtserklärung als Grundlage nimmt. Das ist ein hervorragendes System. Und wenn wir das Ganze als Betriebssystem sehen, wie auf einem PC, darauf lässt sich im Prinzip alles aufbauen. Ähnlich wie bei einem High-End-PC mit dem Betriebssystem Windows. Zum Beispiel, allerdings die Festplatte massiv fragmentiert ist, die Daten unsortiert sind und er von bösartigsten Viren befallen ist. Dann funktioniert er nicht mehr, da kann er High-End sein, wie er will. Unser Grundgesetz ist High-End. Ein ordentliches, nein, nicht ganz High-End. Da kommt noch ein Artikel, der wichtig ist. Sämtliche gute Institutionen sind quasi unterwandert. Und wie löst man das? Ähnlich wie bei einem PC. Ein ordentliches Virenprogramm drüber laufen lassen. Und das sind wir. Das seid ihr. Wir sind das Virenprogramm. Zu unserem Betriebssystem, das Grundgesetz, sagt man nicht, der erste und der letzte Eindruck sind die wichtigsten. Und was steht im Grundgesetz im ersten und im letzten Artikel? Der erste besagt, die Menschenwürde ist unantastbar. Darauf muss und soll alles aufbauen. Und was steht im letzten Artikel? Dieses Grundgesetz, das nach Vollendung der Einheit und Freiheit Deutschlands für das gesamte deutsche Volk gilt, verliert seine Gültigkeit an dem Tage, an dem eine Verfassung in Kraft tritt, die von dem deutschen Volk in freier Entscheidung beschlossen worden ist. Da steht seit 70 Jahren da drin. Carlo Schmidt von der SPD erwähnte in seiner Grundsatzrede 1948 ausdrücklich, dieses Grundgesetz ist ein Professorium. Es gibt in jeder Gruppierung Idioten und manche Gruppierungen werden auch gezielt zum Stören eines sachlichen Diskurses installiert. Wir sind schon wieder beim PC. Wenn also sogenannte Reichsbürger eine Verfassung für Deutschland fordern, ist diese Forderung legitim. Allerdings möchte ich das Grundgesetz ernst nehmen und in die Zukunft gehen, nicht in die Vergangenheit. Ja, ich fordere eine Verfassung und die Souveränität für Deutschland. Nicht, weil ich Reichsbürger wäre, sondern weil es im Provisorium so verankert wurde. Raus aus der Vassallenschaft, wie Zbigniew Brzezinski, Präsidentschaftsberater von US-Präsidenten, die meisten europäischen Staaten in seinem Buch »Die einzigste Weltmacht«, Amerika-Strategie der Vorherrschaft, abwertend tituliert. Der nennt Europäer Vassallen. Und ich sehe mittlerweile in dieser Krise die einmalige Chance, dass ausreichend viele Mitmenschen im Laufe der neuen Begegnungen immer aufgeklärter werden, über die eigenen Befindlichkeiten der eingeschränkten Grundrechte hinaus. Wir sollten aufhören, andere Schlafschafe zu nennen, so wie wir ungern Verschwörungstheoretiker genannt werden. Allerdings, ich fasse das mittlerweile als Kompliment auf. Beide sind Kampfbegriffe. Ich war selbst ein Schlafschaf, wenn ich es nüchtern betrachte. Und viele von uns, das ist mir aufgefallen, verwenden leider diesen Begriff, obwohl sie erst vor ein paar Monaten aufgewacht sind. Alles klar? Macht das bitte nicht. Fallt auf diese Kampfbegriffe bitte nicht rein. Diese Krise hat uns alle getroffen. Das hat alle gerüttelt. Ja, da wacht man mal richtig auf. Verstehen tut man die Zusammenhänge deswegen noch lange nicht, aber man wacht auf. Diesmal betrifft es unseren Garten. Ich kann und möchte unbedingt betonen, andere engagieren sich schon seit Jahren und Jahrzehnten für die Gärten anderer, deren Gärten seit Jahrzehnten zerbombt werden. Diese Aktivisten erleiden und ertragen die Angriffe, die auch die Corona-Rebellen heute erleben, schon über lange, lange Zeit. Und sie hören dennoch nicht auf. Ich habe auf dem Weg die tollsten Menschen kennengelernt. Seit 13 Jahren im Internet aktiv, Aktivist. Ich habe Menschen kennengelernt, das sind Freundschaften fürs Leben, auch wenn man sich nur einmal im Jahr hört. Das weiß ich. Und es geht mir während der Krise genauso, das geht euch so, ihr lernt die tollsten Menschen kennen. Und obwohl sie schon seit Jahrzehnten angegriffen werden,
Sie hören dennoch nicht auf, sich für den Frieden anderer Menschen einzusetzen, die auf der anderen Seite dieses Planeten leben. Sind wir nicht letztendlich fast allemal Schlafschafe gewesen? Erst weil es uns trifft, kommen wir in die Gänge. Versteh das bitte als gut gemeinte Kritik. Hier findet ein großes Spiel statt, in das wir immer weiter eintauchen werden. Und ich finde es weder schön noch nützlich, seine Mitmenschen auf irgendeine Form zu beleidigen. Ja, es gibt immer wieder Menschen, die sich wirklich idiotisch verhalten. Das ist nun mal so. Weitergehen, weitergehen. Aber es ist nur eine kleine Minderheit, die uns allerdings medial aufgeblasen wird, dass es uns erschlägt oder bedrückt. Unsere Stimmung soll angeheizt werden oder dass wir uns zurückziehen. Nein, wir werden uns nicht mehr zurückziehen. Das hat mir Berlin gezeigt. Danke, Michael. Die, für die ich hier stehe, sind die, die Fragen haben. Die, die sich eine friedliche Welt wünschen. Die, die anständig sind. Ganz gleich, welche Eigenarten sie haben, welche Nationalität sie sind, welcher Herkunft, welchen Geschlechts oder was auch immer. Ich stehe hier für Mitmenschlichkeit und nichts anderes. Eine Botschaft an die Kommunalpolitik. Die ist mir wichtig. Bekennt bald Farbe. Viel Zeit bleibt nicht mehr. Wenn ihr anständig seid, kommt zu uns. Und an die große Politik und Presse. Hört auf, gebt auf, stellt euch. Beteiligt euch an der Aufarbeitung und mildert euer Strafmaß. Denn das, was hier passiert, ist ein gewaltiges Verbrechen. Ob ihr da oben ideologischer Teil dieser global agierenden Elite seid, gekauft oder einfach nur dumm, ist mir vollkommen egal. Das Maß der Schuldfähigkeit müssen ordentliche Gerichte klären. Und Bill Gates gehört meiner Meinung nach nicht in den Knast. Der gehört in die Psychiatrie. Hört auf, gebt auf. Wir werden täglich mehr und das nimmt kein Ende mehr. Demokratie funktioniert nicht ohne vernünftige Wissenschaft, nicht ohne objektive Presse. Das sind die elementaren Stützpfeiler. Sobald diese beide richtig arbeiten oder wir die Medienkompetenz erlernt haben, könnte Politik oder auch die Presse nicht mehr tun, was sie seit Jahren tun. Aber die wichtigsten Stützpfeiler der Demokratie überhaupt, ja, das sind die Querdenker. Das sind wir, das seid ihr. Auf nach Berlin, ich danke euch. Berlin.